Leute, ich glaube ja wirklich nicht an übersinnliches Zeugs, ne? Also außerirdische Verschwörungstheorien, lässt mich alles völlig kalt. Zumindest bis gerade eben, denn da bin ich hier in Bayern vorbeigekommen. Mitten in der Pampa, genauer gesagt zwischen Ammersee und Alpen, stehen gleich mehrere riesige Satellitenschüsseln. Monströse Dinger, die irgendwie ganz idyllisch hier aussehen in dieser Landschaft, aber irgendwie auch ein kleines bisschen spooky. Fast wie aus einem Science-Fiction-Film. Dieses Teil hier zum Beispiel hat einen Durchmesser von satten 32 Metern. Und das ist nicht alles. Direkt daneben stehen Dutzende weitere dieser merkwürdigen Satellitenschüsseln. Also entweder guckt hier gerade irgendjemand mit einem überdimensional großen Fernseher 8 Fußballspiele gleichzeitig und braucht deshalb ganz besonders guten Empfang, oder da steckt doch irgendwas anderes dahinter. Und vielleicht will ja doch irgendjemand mit diesen Dingern hier ins Weltall telefonieren. Finden wir es heraus. Ich befinde mich hier in Reisting, einer kleinen Gemeinde in Oberbayern. Hier gibt es ein Rathaus, eine Kirche und einen Dorfgasthof. Alles ganz normal also. Naja, bis auf dieses merkwürdige Areal. Das, was ihr hier seht, ist eine sogenannte Erdfunkstelle. Die hier in Reisting gilt als eine der ersten der Welt und wurde bereits 1963 von der Deutschen Bundespost, also dem Vorgänger der Deutschen Telekom, ins Leben gerufen. Später wurde das Areal immer mal wieder an verschiedene Unternehmen verkauft, zuletzt an Global Eagle. Insgesamt stehen hier 7 riesige Großantennen und weit über 40 kleinere Antennen rum. Diese rote Antenne, die ihr dort hinter mir sehen könnt, das war übrigens damals die erste ihrer Art, die hier gebaut worden ist, das sogenannte Radom. Das ist heute ein Industriedenkmal und sah damals allerdings auch noch ein kleines bisschen anders aus. Und zwar hatte das so eine riesige Kunststoffkuppel oben drüber. Und zwar, weil diese Antenne damals noch nicht wasserfest gewesen ist. Sie musste also vor Wind und Wasser und Sturm geschützt werden. Dummerweise hat ausgerechnet ein Sturm diese Kunststoffhülle zerstört. Das heißt, diese Antenne ist jetzt gerade nackt. Allerdings sind dort sehr viele Bauarbeiter gerade am Werk. Man sieht auch diese Gerüste da. Ich gehe also davon aus, dass diese Kuppel früher oder später restauriert wird. Der Standort für diese Parabolantennen ist hier in Reisting ganz besonders günstig. Dieses Areal hier nennt sich Reistinger Wanne. Es ist umgeben von Hügelketten im Osten und Westen sowie den Alpen im Süden. Dadurch werden die terrestrischen Funksignale weitestgehend abgeschirmt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Erdfunkstelle hier ist nicht die einzige ihrer Art. Es gibt noch weitere solcher Areale hier in Deutschland. Um euch das zu beweisen, müssen wir allerdings erstmal 3,5 Stunden in eine völlig andere Richtung fahren. Oh, wie gut, dass ich gerade einen Campingbus dabei habe. Kilometer und einen Sonnenbrand später bin ich angekommen in Fuchsstadt. Ist immer noch Bayern, allerdings das schöne Frankenland. Und auch hier stehen unzählige von diesen riesigen Schüsseln herum. Und es sind sogar noch deutlich mehr als in Reisting. Insgesamt 50 Stück, davon einige mit einem Durchmesser von 32 Metern stehen hier. Die Erdfunkstelle Fuchsstadt ist eine der größten Satellitenkommunikationsanlagen der Welt. Gebaut wurde sie ein kleines bisschen später als die in Reisting, nämlich ab 1970. Nach der Bundespost und der Telekom wird diese Anlage inzwischen vom Unternehmen Intelsat betrieben. Okay, soweit die Fakten. Jetzt haben wir viele große Antennen gesehen, in Fuchsstadt und in Reisting. Offenbar ist ganz Bayern voll mit diesen Dingern. Aber eine Frage haben wir immer noch nicht geklärt. Was macht man denn jetzt damit? Ja, so viel sei verraten, mit Außerirdischen hat all das hier nichts zu tun. Tatsächlich werden diese Parabolantennen genutzt, um kabellos Daten zu übertragen, über verschiedene Kontinente hinweg. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das erste, was man 1964 in Reisting gemacht hat, war tatsächlich ganz klassisch Fernsehsignale zu übertragen. Und zwar über den Satelliten Telestar 2. 1965 wurde dann der Satellit Intelsat 1 ins All geschossen, fortan war es möglich, in Reisting
240 Ferngespräche gleichzeitig oder eine Fernsehsendung über den Atlantik zu übertragen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, selbst bei der Mondlandung 1969 spielte die Anlage in Raisting eine ziemlich große Rolle, denn sie sorgte letztendlich dafür, dass die Bilder vom Mond bei den Leuten auf dem Fernseher angekommen sind. Konkret funktionierte das so. Die Bilder vom Mond wurden erst nach Australien, Kalifornien, Houston, Texas und schließlich per Nachrichtensatellit zu 4 Empfangsstationen in Europa gesendet. Eine davon war die Erdfunkstelle Raisting. Hier wurde das Signal bearbeitet, bis es schließlich zur Eurovisionszentrale Brüssel weitergeleitet wurde und dann ins Fernsehzentrum des WDR nach Köln. Das ist ein extrem langer Weg für so ein Signal, dauerte aber tatsächlich nur 3 Sekunden. Später wurden dann weitere solcher Anlagen gebaut, zum Beispiel eben die hier in Fuchsstadt, aber auch 1985 eine bei Würzburg. Über Jahre hinweg hatten diese Anlagen eine ganz wichtige Rolle bei der interkontinentalen Kommunikation. Inzwischen haben sie diese Bedeutung weitestgehend verloren, denn inzwischen gibt es ja Glasfaserleitungen und das Internet. Genutzt werden diese Antennen aber auch heute noch. Zum Beispiel werden von hier aus Fuchsstadt Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge mit Internet versorgt. Aber auch das Militär nutzt diese Anlagen für die Kommunikation. Und auch große Sportereignisse wie zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele werden mit Hilfe dieser Anlagen übertragen. Halten wir also abschließend fest, mit diesen Dingern hier kommuniziert leider niemand mit Außerirdischen. Interessant ist es aber trotzdem, denn eines können diese Anlagen am Ende ja tatsächlich, nämlich nach Haus telefonieren. Freunde, das war mein kleiner, übersinnlicher Ausflug nach Bayern. Wenn euch das gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Patreon-Link, dann könnt ihr mich und meine Arbeit ein kleines bisschen unterstützen. Und falls ihr euch schon die ganze Zeit gefragt habt, warum zum Teufel ich eigentlich mit einem Campingbus durch die Gegend fahre und warum das hier eigentlich aussieht wie Sau, ja, die Antwort gibt es im nächsten Video, denn da geht's auf ganz große Vanlife-Tour. Seid gespannt. Bis dahin, tschüss und bis zur nächsten Reise.